liebe Freunde, hallihallo. Herzlich willkommen zu dem 16. Teil von Halo Combat Evolved Anniversary bei Games ohne Gerstensaft. Nur mit mir, eurem einsamen Streiter, der in den letzten, naja, sehr vielen Teilen oft gestorben ist und es auch noch weiterhin wahrscheinlich tun wird. Dazu kommt jetzt auch noch, dass ich in den letzten Teilen dreist gelogen habe und einfach mal behauptet habe, ja, wir sind kurz vorm Ende von Halo Combat Evolved. Wir sind es noch nicht. Ich glaube, noch ganze 2 Level liegen vor uns. Ja, 2 Kapitel liegen vor uns. Das heißt, wir steuern klar aufs Finale zu, aber, also wir sind jetzt nicht direkt am Anfang noch, aber es ist noch ein bisschen hin. Von daher stürzen wir uns einfach jetzt ins neue Level rein. Wir sind mitten auf einem abgestürzten Raumschiff, wie es aussieht. Müssen wieder mal Captain Keys suchen. Das scheint hier irgendwie das Leitmotiv in diesem Spiel zu sein. Ja, anstatt Halo hätten sie es auch Suche nach Captain Keys nennen können. Denn wir suchen ihn, glaube ich, jetzt schon mittlerweile dritten Mal. Ja, dritten Mal suchen wir ihn jetzt schon. Wie hieß er denn? Diese Ashley? Ashley, Resident Evil 4. Also das kennt, die ist auch immer weggelaufen. Leon! Leon! Ja, ja, genau. So in diesem Sinne. Ja, liebe Freunde, dann wollen wir jetzt, wie gesagt, keine weitere Zeit vertrödeln mit diesem kurzen Abstecher in die Welt der wehrlosen Frauen in Videospielen, sondern starten die Aufnahme in 3, 2, 1. Jetzt! So, Aufnahme ist gestartet. Ihr seht mich immer noch, die Aufnahme läuft auch hier. Und wir gehen ins Spiel rein. Und wie ihr seht, wir sind in einem Alien-Raumschiff, in einem Raumschiff der Covenant, das... Chief, begehen Sie keine Dummheit. Lassen Sie mich. Captain? Captain, ich habe ihn verloren. Sagt der Captain zu uns, wir sollen ihn lassen. Das war lustig, das hatte sowas von Monty Python. Hätten Sie da jetzt noch... Oh. Hätten Sie da jetzt noch diese Stummfilme, hätten Sie da jetzt noch diese Melodie eingespielt, diese bekannte, die man kennt. Ups. Das war lustig, wie der... Grunt da gerade verfolgt wurde. Hallihallo und tschüss. Schluss jetzt. Das ist schon ein bisschen gemein, ich weiß. Die Grunts verschanzen sich hier vollkommen verängstigt vor den Flat und ich metzel sie nieder. Oder ich schlage sie nieder. Da war doch gerade eine Schrotflinte, genau. So. Geht's hier weiter? Oh! Schadensanalyse. Da geht's hier wohl nicht weiter. Sie wissen, wurde durch Sprengstoff verursacht. Starken Sprengstoff. Immerhin hat er die Hülle aufgerissen. Da unten sehe ich nichts außer Sehen von Kühlmittel. Wir sollten genau weiter suchen. Ja, Kühlmittel. Das gesehen. So! Jetzt explodiert sie aber auch an allen Ecken und Enden. Jetzt wird's hier Michael Bay-ig, würde man sagen. Au, 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 au. Ja, Freunde, was ist denn jetzt hier los? Ich wollte schon immer mal in Kühlmittel springen. Okay. War falsch, glaube ich, oder? Das war richtig. Sie hat nämlich gesagt, ich wollte schon immer mal in Kühlmittel springen. Das war, glaube ich, richtig, was ich gerade gemacht habe. Ja, ich weiß, dass wir hier raus müssen und einen anderen Weg finden, aber ich brauche Munition. Es tut mir leid. Hab ich mich hinter dem Schild versteckt, haben sie mich nicht gesehen. Oh. Munition. Und da war noch die Pistole. Da. Gut. So. Okay, hier geht's nicht lang. Aber hier scheint es lang zu gehen.
Solltet ihr nicht die Flood bekämpfen? Okay. Na, dann doch wieder die gute alte modische Schrotflinte. Hä, geht's hier nicht lang? Ach, nee. Ach, Freunde der Sonne, wo geht's denn hier lang? Da, wo die schießen, nehme ich mal an. Oh. Okay, ich weiß ja nicht, wo es hier lang geht. Freunde der Sonne. Sag mal! Es ist aber mal gut hier. Hier lang? Hier lang. Da komme ich hierher. Viel zu viel los hier. Nee, hier ist. Wir sollten hier lang. Naja, das ist doch gut. Super, das ist gemein. Okay, das war's. Liebe Freunde, da kamen von hinten und von vorne solche explodierenden Dinger. Wieso? Wir sollten hier lang, Richtung Gravitation. So. Kleinen Viecher nerven, aber auch auf die Dauer sind die. Okay, was war das? Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet als ich dachte. Analyse. Erheblicher Kühlmittelaustritt. Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht. Können wir da rein? Ja, können wir. Okay, die bekriegen sich hier, die Guten. Da rennen wir mal ganz dreist. Rennen wir da mal durch. Oh. Genau. Da kriegt man auch wieder ein bisschen Schiss, wenn diese Kollegen hier... Schrotgewehr ist hier unser bester Freund. So viel steht fest. Mein bester Freund, die Schrotflinte. Boah, es ist immer so laut. Jungs und Mädels, macht doch mal hier nicht... Harrier. So. Ist hier eine Lautstärke auf einmal. Oh. Hey, voll erwischt. Habt ihr den schönen Wurf gesehen? Also vielleicht, aber auch nur vielleicht, wenn ich mit dem Schnitt nicht so viel Arbeit machen will, spiele ich den doch mal in Zeitlupe ein. Energiequelle geordnet. Ich weiß, dass wir damit wieder reinkommen. Aber wie komme ich denn da hoch? Muss ich hier hoch, oder was? Ups! Okay. Puh. Das
Hui, da hat mich wieder die Zwischensequenz gerettet. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Von hier aus dürfen wir in die Steuerzentrale des Schiffs gelangen. Ja, das kennen wir ja auch alles, liebe Freunde. Oh. So, wenn ich jetzt noch ein Medikit finden würde, wäre das super. Aber werde ich wahrscheinlich nicht. Das letzte Allianz ist ein Chaos. Ich kann nicht auf die Pläne des Schiffs zugreifen. Laut meinen Aufzeichnungen müsste sich hier ein Hangar befinden. Ja. Klingt ein bisschen wie, wenn ich mich in der Innenstadt zurechtfinde. Ja, hier müsste eigentlich der Bahnhof sein. Ist er aber nicht. Das sieht doch aus wie ein Hangar. Aber diese Musik gefällt mir nicht. In den Ecken sehen Sie. Die Flut sammelt dort Körper. Bedrohliche Musik. Oh. Oh. Gut hier. Freunde. So, wir müssen aber. Wir können uns hier nicht lange mit den Kollegen hier aufhalten. Wir müssen zum Nachtpunkt. Jetzt reicht es ja. Ich fühle mich nicht wohl die ganze Zeit hier nur mit diesem einen, ja, diesem einen Strich Gesundheit hier durch die Gegend zu laufen. Zumal wenn alles um mich herum explodiert und hier in diesen Panzer einsteigen, das wäre doch mal heiß. Oh. So, immer noch kein Heilpäckchen, aber dafür haben wir, glaube ich, alle erledigt. Und wir haben einen Kontrollpunkt gekriegt, was auch sehr gut ist. Und ein Superschild, das ist auch gut. Und ein Heilpäckchen. Na, da kann es jetzt doch weitergehen, Freunde. So, aber wo geht's weiter? Ach, dahin müssen wir. Ein Heilpäckchen. Ach, war wie Weihnachten und Ostern und Neujahr. Passt ja zusammen. Oh, na da. Sitzt er doch schon. So, langsam sind wir beim Nachtpunkt, habe ich so ein Gefühl. Ja, toll. Hier geht's nicht weiter. Wir rennen ja aber auch wie so ein angescheuchtes. Wow, ein angeschossenes Huhn durch die Gegend. Hier waren wir doch schon. Hier kommen wir doch her. Herrje! Verflixt! Okay, das war jetzt meine Schuld, dass wir diesen Gang jetzt hier zweimal langgelaufen sind. Verflixt, verflixt. So. Wo müssen wir jetzt lang? Ach, da unten. Da unten hin. Boah. So viel zum Superschild. Wieder fast runter. Oh. Ach, du grüne Neune. Na, ne, da machen wir mal. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Oh, okay. Wir gehen auf Nummer sicher und springen genau in diese Flat-Dinger mit rein. Boah.
Hier ist aber auch die Kacke am Dampfen. Haltet die Schnauze. Das ist lieb von ihm, dass er da um die Ecke rumgekommen ist. So macht man einen Gang sauber, habe ich so ein Gefühl. So. So, hier lang. Ich kann mich hier nicht länger mit den Kollegen hier aufhalten. Sieht aus wie ein zweiter Hangar. Von der dritten Ebene aus müssen wir in die Steuerzentrale gelangen. Ja, dann machen wir das. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Hauen Sie ab! Wir sind im Delirium erleidet. Wir müssen ihn finden. Ha! Okay. Das war nicht so intelligent von mir. Ja, wir müssen hier lang, liebe Freunde. Komm hier nicht drum rum. So. So. Also ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich mache es eigentlich ganz gut, finde ich gerade. Einfach reinhalten. Irgendwas werden wir schon treffen. Super. Sie haben mich getroffen. Sie haben nämlich... Sie haben sich meinen Ratschlag zu Herzen genommen. Sie haben gesagt, ach, ich behalte ihn auch einfach mal rein mit der Granate. Da, sag mal. Ist aber gut hier. Wir kommen aber auch hier wie in Scharen. Na egal. So. Ach, wieder die Kollegen da hinten. Sieht aus wie ein zweiter Hangar. Von der dritten Ebene aus müssten wir in die Steuerzentrale gelangen. Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt. Das wissen wir doch. Er ist im Delirium erleidet. Wir müssen ihn finden. So. Sollen Sie sich um die Flagge kümmern. Wir gehen hier weiter. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt wieder nicht getroffen werden von dieser Plasmagranate. So, müssen wir jetzt hier endlich mal Captain Keys befreien. Schon wieder, wie ich schon sagte. Okay. Die Steuerzentrale müsste in dieser Richtung. In der Richtung? Oh. Da, wo die Gegner herkommen. So, Freunde. Also, wenn ich euch Explosionen und so mal irgendwann versprochen habe, ich glaube, damit habe ich jetzt eindeutig den Soll fast übererfüllt.
So. Wo geht's hier zum... Da ist er. Nee, das ist er nicht. In der Hoffnung, dass er... Also hoffentlich ist es nicht. Oder doch? Das ist er doch nicht. Doch, das ist er. Ich wusste doch. Warum hat es denn nicht gleich ausgelöst? Hm, komisch. Keine menschlichen Lebenszeichen. Der Captain ist einer von ihnen. Die Flat dürfen sich nicht ausbreiten. Sie wissen, was er erwarten würde. Was er verlangen würde. Fertig. Ich habe den Code. Wir sollten... War ja wichtig. Ah doch, man sieht's. Er hat ihm... Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar. Er hat ihm also ins Gesicht, das Gesicht zerrissen, möchte ich sagen. Oh! Boah, hier geht's aber jetzt auch ab, Freunde. So, ist aber auch wirklich hier. Okay, gut, da habe ich mich jetzt wahrscheinlich zu sehr in den Kugelhagel reingestellt. Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar. Das sah schon eklig aus, weh, mir jetzt gerade... Ups. Okay, Freunde, andere Taktik. Wir müssen ja, das weiß ich. Atem. Gehen wir zum Hangar, ja, damit wir zum Hangar. Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier und so. Alles, was in unsere Richtung kommt. Ich krieg die Schrotflinte ins Gesicht. Werfen wir hier nochmal kurz ein paar Granaten. Hier noch ein paar Sachen. Hier noch ein paar Sachen. Au! 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 Okay. Oh, nein, manchmal. Ja, zum Hangar. Geht's hier irgendwo auch lang, wo ich nicht unbedingt Futter von irgendwas werde? Los. Also, liebe Freunde, ich mache das nicht mit Absicht. Wir müssen zurück. Bis jetzt lief es doch eigentlich ganz gut. Hangar, damit wir hier wegkommen. So. Okay, und da meldet sich auch der Timer. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf... Ich werde ihn nochmal angehen. Nochmal sterbe, dann machen wir dann eben da den Break. Also ich werde jetzt hier nicht mit Absicht sterben, aber... Die kleinen Dinger, die nerven so tierisch. Und er hier auch.
Ja. Okay. So, wenn der nächste Kontrollpunkt kommt, und der wird kommen, liebe Freunde. Na, hier nicht. Machen wir dann gleich aus. Also, machen wir den Break aus. Machen wir dann noch nicht. Fertig sind wir nämlich noch nicht. Da kommt der nächste Kontrollpunkt. So. Zur Hoffnung, dass wir dann an dem Kontrollpunkt starten, wo ich denke, dass es ist. Ah! Hat er mich getroffen? Nein. Okay. Ah, ja, okay, dann beenden wir damit. Ich hoffe, er... Nein! Ach, liebe Freunde. Ja, beenden wir halt wieder damit. Ein Video. Ist ja nicht das erste Mal. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Ja, liebe Freunde. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben Captain Keys gefunden. Retten konnten wir ihn nicht. Er wurde zu einem großen grünen Schleimbatzen, dem wir dann das Gesicht rausgerissen haben mit bloßer Faust. Ja, so sind wir. Ja, das ist Unterhaltung für die ganze Familie. Liebe Freunde, es war auch die letzten Minuten jetzt sehr unterhaltend, vor allem für euch, weil ihr euch wahrscheinlich darüber kaputt gelacht habt, wie oft ich hier gestorben bin. Naja, der 16. Teil endete mal wieder wie so viele Teile, nämlich wir sterben und das ist ein guter Zeitpunkt, um an diesem Kontrollpunkt von neuem zu beginnen. Wir beginnen dann an diesem Kontrollpunkt in Teil 17. Dann hoffentlich schaffen wir es raus aus diesem Alien-Raumschiff und hoffentlich schaffen wir es vielleicht sogar noch jetzt langsam wieder mal auf den Halo-Planeten beziehungsweise auf die Pillar of Autumn zu kommen, auf unser Raumschiff, das uns überhaupt erst dorthin gebracht hat. Ja, was dann noch alles so passiert, seht's dann in Teil 17. Bis dahin. Macht's gut. Mit Games ohne Gerstensaft. Und Halo Combat Evolved Anniversary.